herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom RP-Projekt auf der Schwatzing. So, das LU sollte mich anrufen. Ich hoffe mal, das machen die gleich. Mal gucken. So, ich laufe jetzt doch noch mal zum Händler. Vielleicht haben die ja doch noch mal einen Job für mich. Nee, ich rufe das Aluma an. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann vom L. Ja, hier ist der Varuna. Herr Varuna. Der. Wie hieß er denn? Ihr Mitarbeiter hatte gesagt, er wollte mit Ihnen noch besprechen, ob ich denn einen Auftrag kriege. Ja, Sie bekommen den Auftrag. Yay, gut. Ich bin gerade schon auf dem Weg zum Händler. Steht da denn schon alles bereit oder wie schaut's aus? Ja, müsste eigentlich. Okay. Gut, eigentlich steht alles zurecht. Ich lauf mal hin und dann sehe ich's ja. Gut. Gut, bis dann. Danke für den Auftrag und Ihr Vertrauen. Bitte. Tschüss. Tschüss. Ja, das hört sich ja schon mal gut an. Dum, 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 dum. Ganz schön dunkel geworden. Ja, müde. So. Der ist Guten wirklich Tag. Wer ist da? Na, ich stehe bei Ihnen vorm Gesicht. Ja, warten Sie mal kurz. Ich bin gleich für Sie da. Aber eigentlich wollte ich sowieso mit dem Herrn Schmidt reden. Hallo. Ja, hallo. Ich habe gerade mit Ihrem Chef telefoniert. Mein Chef? Ja, mit dem Marlon Neumann. Ja. Mein Chef. Hallo. Hier ist aber was los. Gehen wir gerade mal auf die Seite, Herr Schmidt. Ja, komm. So. So. Also ich hatte gerade mit dem Herrn Neumann telefoniert. Der hat mir gesagt, dass hier schon der Traktor bereitsteht und dass ich die Maschinen runterfahren soll. Also das Ding ist, ich habe gerade den Traktor bestellt. Ich weiß nicht, wie lange er dauert. Ich weiß nicht, was da jetzt mein Chef ganz genau gedacht hat. Okay. Aber ich habe ihn bestellt. Ich denke, er wird hoffentlich bald kommen. Okay. Der Traktor. Sonst bleiben Sie, wenn Sie ein bisschen da bleiben und fragen Sie dann mal den Herrn Reinhardt, dass ich Ihnen die Erlaubnis gegeben habe, mit dem Traktor zu fahren. Ich gebe Ihnen dann auch den Status und ich habe Ihnen die Erlaubnis gegeben. Ja, die Schlüssel gebe ich Ihnen. Und dass Sie dann einfach die Maschine runterfahren. Okay. So hoffen. Also wenn Sie auf der Landkarte schauen. Gut, dann hoffe ich mal, dass der gleich geliefert wird. Okay. Gut, danke. Bitte, tschüss. Tschüss. Bin mal gespannt, was die für einen Traktor gekauft haben. Dann haben wir 3.000 Euro verdient. Ist ein bisschen wenig eigentlich. Irgendwie müsste ich mehr Geld verdienen. Ich glaube, ich frage mal den Reinhard. Ach, der ist am Telefonieren. Dann gucke ich mir noch mal im Katalog ein bisschen was an.
Aber warte mal, der hat gesagt, ich soll mir hier. Moment, hier App Store. Und dann die Händler-App. Herr Varuna? Ja. Und zwar, mein Kollege, also mein Chef, bringt jetzt einen Traktor vorbei und dann können Sie mit dem runterfahren. Okay. Gut, dann warte ich gerade mal noch. Okay, tschüss. Danke, tschüss. So, mit der App. So. Okay. Ja, das hat funktioniert. Wie gesagt, also bei den Autos bin ich am überlegen, ob ich mir den Duster hole oder hier gleich den Fiat F150. Der kostet ja nur 2200 mehr. So. Oh, da ist der Neumann. Ich glaube nur. Nee, ich steig mal, du. Kann ich einsteigen? Heute die Schlüssel. Ah. So, gut. Mach hier Licht an? Ja. Achso, warte mal. Ich weiß noch gar nicht, was ich mitnehmen soll. Hallo? Hallo? Ja, was soll ich denn überhaupt mitnehmen? Hier alles, was hier steht. Alles? Die Bahnpresse und die Mähwerke, ja. Sie bekommen dafür für jedes Teil bekommen Sie 1000. Insgesamt macht das dann 3000 bekommen Sie. Okay, aber ich glaube, ich kann gar nicht alles auf einmal mitnehmen. Fahren Sie halt zweimal und dann vielleicht, wenn es geht, am Hof 5 dann unten, am Lohnunternehmerhof, ein bisschen sauber herstellen dann. Weil da ja noch das Bauunternehmen kommt. Hallo, Herr Neumann. Einfach, nee, Herr Neumann. Ja, Bruder. Stellen Sie das irgendwo hin. Wir packen das wohin, wo wir das hin haben wollen. Okay, gut, tschüss. Tschüss. So, okay, dann machen wir das halt mal. Der hat noch eine krasse Lenkung. Für jedes Teil 1000 Euro, ey. So mehr, wie ich gedacht habe. Ist lukrativ. Vor allem, weil wir doch nur zweimal fahren müssen. Ich könnte ja den Hofer mal anrufen. Hallo, Herr Hofer. Hallo. 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 Und ja, was macht Ihre Besichtigung? Ja, werde ich heute nicht mehr machen. Ja, die Zeit ist eng bemessen, gell? Ja, jetzt habe ich vom Sepp hier oder Arbeit, der hat gesagt, ich habe mir gerade beim Händler ein Angebot geholt für ein Auto. Dann hat der Sepp gesagt, er überweist mir jetzt das Geld und dafür muss ich jetzt bei ihm für längere Zeit arbeiten. Ja, der hat dich übers Ohr gehauen, über den Tisch gezogen. Warum? Na, jetzt darfst du ja nichts anderes arbeiten, oder? Wie? Ne, jetzt bist du ja bei ihm angestellt. Ja. Okay. Ja, glaubst du nicht so mal, wenn er mitbekommt, manchmal jemand anders arbeiten auch.
Aber das kann ich ihn jetzt fragen. Vielleicht ist er damit sogar einverstanden. Das weiß ich ja nicht. Ja, wenn er es nicht mitbekommt, dann geht's wahrscheinlich schon. Ja, ich frage ihn mal, was er davon halten will. Was wolltest du sonst noch? Ich wollte nur wissen, welchen Hof du dir angeschaut hast, ob das geklappt hat. Nein, noch keinen. Das wird schon noch kommen. Aber wie viel Geld hast du denn jetzt schon verdient? Ja, jetzt hat er mir nur mal das überwiesen, das auch doch. Ja. Geld spricht man eigentlich nicht, gell? Nee. Eigentlich nicht. Ne? Okay. Ich muss gerade noch oben, ich muss gerade fürs ja. LU noch was abholen oben. Ja. Beim Händler. Ja. Aber dann bin ich fix und Volksee, dann müsste ich schlafen. Ja. Ja, ich muss aber wieder weg. Okay, gut, ja. Tschüss. Tschüss. Der kriegt von dem Sepp einfach so ein Auto gezahlt, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ist ja übel. Ja, wahrscheinlich nur den Dacia oder so. Der kostet ja nicht so viel. So. Gut, dann fahre ich das eine Mehrwerk noch runter. Und dann haben wir Feierabend. Mein Auto bräuchte ich schon auch. So. Oh, ey, halt. Zugeklappt. Ja, sieht gut aus. So, dann fahre ich das gerade noch mal weg. Gut. Also dann kriegen wir nochmal 3000, das sind 5000, das sieht schon mal gut aus. Und dann müsste man vielleicht mal gucken. Naja, der Bürgermeister, den wählen wir ja, der wird ja erst noch gewählt. Morgen. Also langsam ist Feierabend hier. Richtig müde. Will der Neumann eigentlich noch, dass ich ihm den Traktor wieder hochbringe oder nicht? Weil ich keine Ahnung. Wenn ich ihm den wieder hochbringen soll, dann stehe ich beim Händler und komme von da wieder nicht mehr weg. Ich glaube, mein Telefon spinnt ein bisschen. Der hat ja gemeint, ich soll das ein bisschen schön hinstellen.
Das ist eigentlich schön genug. Jetzt soll ich den Ludwig Schmidt anrufen. Ludwig, du, ich soll dich anrufen. Hallo. Und zwar, ich habe gehört, Sie haben meinen Chef angerufen. Und ich Na, er sollte mich anrufen, aber der hat mich angerufen. Ach so, sonst könnte ich es Ihnen dann mitteilen. Also ich wollte wissen, ob der Traktor wieder zum Shop soll oder nicht. Zum Händler. Ach so, ich denke, Sie können ihn auf dem Hof lassen. Ja, supi. Okay, also wäre dann alles, wäre hier unten der Traktor, die zwei Mähwerke, das Kuhn und das Pöttinger und die Fendt-Ballenpresse. Jo, das passt. Und dann werde ich Ihnen dann noch, wir werden Ihnen dann wahrscheinlich die, oder wir werden Ihnen dann die 3000 überweisen. Ja, das wäre schön. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich lege mich hier jetzt mal in so einen Container, weil ich bin ratzeputzmüde. Ein Container? Ja, was anderes finde ich hier nicht. Und jetzt nach oben zum Herrn Racex zu gehen, weil da der hat mir zwar ein Bett angeboten, aber das da muss ich durch den dunklen Wald. Ja, wenn Sie möchten, können Sie mit unserem Traktor fahren. Ja, das wäre natürlich. Und dann hole ich ihn dann oben ab. Okay, dann mache ich das dann. Okay, danke. Sehr zuvorkommend, sonst wäre der Container wäre natürlich nicht so toll gewesen. Ja, okay. Gut. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss. So. Na. Wenn das mal kein Service ist, kann ich hier den Trecker nutzen. Das ist ein gutes Teil hier. Der fährt zielstrebig geradeaus. Hier durch den Wald. Das müsste jetzt nicht unbedingt sein, heute Nacht noch. Hoffentlich schlafe ich nicht ein. So. Ich glaube, ich kann mal fahren, wie man will. Hier gibt es keine Polizei. Das ist schon mal schön. War der Weg nach oben und nach unten auch so lange? So. Gut, jetzt ist aber schon mega spät, also ich will wirklich gleich pennen gehen. Hallo, bleib doch stehen. Ja, wo bist denn du? Hallo, wo bist du denn? Ich hab dich gerade noch gesehen. Bist du denn jetzt hingelaufen? Ich war... Harry? Ah, Varuna! Hallo!
Bist du denn jetzt hingelaufen? Ich höre dich immer noch. Ich bin da oben. Hallo. Hallo. Was machst du denn Schönes? Ja, ich wollte jetzt schlafen fahren. Ah ja, ich will noch mein Auto beim Abholen. Der Racex hat mir ein Bett angeboten. Ah ja. Oh. Ja, mir hat auch der Sepp ein... Da ist er ja. Der Sepp hat mir auch ein Bett angeboten, ja. Ich muss aber los. Tschüss. Tschüss. So. Ei. Einfach den Trigger stehen gelassen. Na, der geht jetzt sein Auto abholen, was ihm hier der Sepp bezahlt hat. Hat er einfach so ein Auto geschenkt. Okay, der muss jetzt eine Weile für den arbeiten, aber trotzdem. Ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung wir uns entwickeln sollen. Schauen wir mal. Stelle ich den Kram hier rückwärts rein. Hallo? Thomas? Ja. Hier ist Herr Schmidt. Ah, Herr Schmidt, hallo. Hallo. Und zwar, ich habe eine Frage. Und zwar, ich kenne mich da jetzt nicht ganz so gut aus, aber wir haben ja einen Förster hier im Schwarzwald. Ja. Aber fällt der auch Bäume oder schützt der nur den Wald so? Nein, das soll auch Bäume fällen. Ach so, okay. Oh, ich hab's Licht vergessen. Ja, genau. Weil ich hätte mir mal gedacht, vielleicht in Zukunft so eine Forstwirtschaft aufzubauen. Aber wenn da schon jemand ist in Schwarzingen, wird es leider nichts wahrscheinlich. Da habe ich so gehört, dass es einen Förster geben soll. Ja, vielleicht können sie ja das morgen noch mal rumfragen. Jetzt wäre mal schlafen angesagt. Ah ja. Okay, also. Tschüss. So. Dass ihr wieder Hallo, bei der Folge dabei wart. Tobias. Grüß Gott. Servus. Wollt ihr jetzt noch arbeiten gehen oder was? Achso, ist schon 22 Uhr. ja, eigentlich hätte ich schon vorgehabt. Passt mal ein bisschen auf hier. Der sitzt aber nicht so ordentlich hier. Ich weiß, das ist ein bisschen buggy. Ich wurde jetzt gerade wieder, ich weiß nicht warum, aber ich hatte gerade wieder ganz schlimme Kopfschmerzen. Ich habe zwar schon eine Tablette genommen, aber... Nee, keine Ahnung. Was ist jetzt, wie viele Folgen haben wir jetzt noch? Ist jetzt Ende, oder? Nee, eine noch. Eine noch, okay. Ja, ich bin aber noch, das Kamerateam ist noch mit dabei. Ach so. Weil mir irgendwie Ende zugetragen worden ist. Aber vielleicht ist es auch wegen Kopfschmerzen wieder hoch. Gute Nacht. Tschüss.